Es sind zwar die letzten 3 Tage in Schweden, aber die haben es in sich. Was ich alles noch erlebe, erfährst du, wenn du dranbleibst. Heute ist Mittwoch. 3 Tage noch. Ein bisschen Wehmut verspüre ich schon. Zum einen, weil ich den schönen Campingplatz verlassen muss. Zum anderen, weil ich weiß, dass die Tage in Schweden gezählt sind. Mein Lieblingsplatz ist auch schon wieder besetzt. Schöne Zeit euch. Letztes Mal die Schranke auf und zu machen, dann auschecken und ab geht es zu meinem letzten Stellplatz. Da ich am Freitagvormittag das Wohnmobil in Göteborg abgeben muss, habe ich mir einen Stellplatz ausgesucht, der nur gut 50 Kilometer von Mölndal entfernt ist. Mein Ziel ist der Campingplatz Lövekohle Camping, etwas außerhalb von Alingsås. Er liegt direkt am Seemjörn und verspricht, zumindest laut Homepage, die Nähe von Ruhe und Frieden. Genau das Richtige. Mein Weg führt mich zunächst über den Riksweg 49 und dann über den Europaweg 20 Richtung Göteborg. Bei Alingsås fahre ich dann ab in Richtung Campingplatz. Die genaue Adresse schreibe ich dann wieder in die Videobeschreibung.
Also, ich muss sagen, das sieht wirklich nach Ruhe und Frieden aus. Direkt neben dem Campingplatz befindet sich auch eine schöne Badestelle mit einem Café und einer Grillstelle. Das Servicegebäude befindet sich in zentraler Lage auf dem Campingplatz und verfügt über alle praktischen Einrichtungen wie Küche, Toilette, Dusche, Waschraum, Bügelraum, Wickelraum, Behindertentoilette und so weiter und so weiter. Auch die Möglichkeit zur Ver- und Entsorgung ist gegeben. Wow, was für ein Sonnenuntergang! Schweden zeigt sich noch einmal von der besten Seite. Der Morgen beginnt mystisch. Schöner blauer Himmel, Nebelschwaden wabern über den See, einfach schön. Heute werde ich die nähere Umgebung von Alingsås erkunden. Beginnen werde ich im Nolhagavikens Naturreservat. Es ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und von einem Aussichtsturm aus hat man die Möglichkeit, die Vogelwelt zu beobachten. Bei mir war es so, dass ich die Graugänse breit gemacht habe. Zumindest gehe ich davon aus, dass es Graugänse sind. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben.
Hinter dieser hohlen Gasse liegt mein nächstes Ziel. Das Nullhorgers Slot ist ein historisches Herrenhaus, umgeben von einem schönen Park. Das Herrenhaus, so wie wir es heute sehen, wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut und von dem in Göteborg ansässigen Architekten Adrian Peterson entworfen. Heute ist es eine Kunstgalerie, die aber auch für Konzerte, Vorträge und Konferenzen genutzt wird. Neben dem Herrenhaus gibt es auch einen kleinen Tierpark. Wirklich sehenswert ist der Schlosspark. Am Rande des Parks liegt das Nullhorger Steinlabyrinth. Naja, etwas anders habe ich es mir schon vorgestellt. Entlang eines kleinen Flusses, der dann in den Mürn mündet, mache ich mich dann wieder auf den Weg zum Campingplatz. Es war ein schöner, knapp 7 Kilometer langer Spaziergang. Am Abend wird es dann ernst. Ich packe schon mal mein Gepäck und bringe das Wohnmobil auf Vordermann. Die Endreinigung ist zwar drin, aber ich will ja morgen alles ordentlich übergeben. Der letzte Tag bricht an. Mann, was für ein Sonnenaufgang! Mensch, Schweden, mach es mir doch nicht so schwer! Jetzt liegen noch knapp 50 Kilometer bis Göteborg vor mir. Während der Fahrt gehen mir die Bilder der letzten 4 Wochen noch einmal durch den Kopf. Aber ich habe ja, bis die Fähre heute Abend nach Kiel ablegt, noch etwas vor. Dazu komme ich dann aber später.
Mölndal biege ich dann von der Autobahn ab. Ah, Eva von Scanditrip wartet schon. Ich räume mein Gepäck in mein Auto und quatsche noch ein bisschen mit Eva. Ich erzähle ihr, dass ich noch nach Serö Vesterskog möchte. Sie hebt die Augenbrauen und sagt, dort ist es sehr schön. Und wenn du dort ein Haus hast, dann hast du es geschafft. Was das wohl bedeutet? Serö Vesterskog ist ein kleines Naturschutzgebiet, das gut 25 Kilometer südlich von Göteborg liegt. Es gibt zwei markierte Pfade. Ich entscheide mich für den 3 Kilometer langen blauen Pfad, der direkt an der Küste entlang führt. Der einzigartige Küstenwald mit seinen zum Teil mystischen Bäumen ist seit den 1830er Jahren ein beliebtes Ausflugsziel. Thank you.
Also, wenn ich mir diese Villen so anschaue, weiß ich, was Eva gemeint hat. Die sind schon beeindruckend. Nun geht es zurück nach Göteborg. Ich will mich ja nicht beschweren, aber jetzt macht mir Schweden die Abreise wirklich leicht. Es ist wolkenverhangen und es regnet ein bisschen. Zum Glück habe ich die Bilder aus 2020 noch im Kopf. Da war es ganz anders. So, meine Reise ist jetzt zu Ende. Es war eine unbeschreibliche, wunderschöne Zeit. Hab ganz herzlichen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Wenn es dir gefallen hat, schreib einen Kommentar oder lass einen Daumen hoch da. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Bis demnächst wieder auf meinem Kanal. Tschüss!